lange noch? Kurzen Trink. Ready for Soundcheck? Dein Mast gibt doch gar nicht auf! Und natürlich ernähren wir uns bewusst gesund mit Wasser, weil, ne? Gefällt dir Hannover, Elsie? Oh, lecker. Eine lecker Stadt. Ich wurde ja vorhin fast von einem Auto überfahren, welches mit einer Affengeschwindigkeit über den Bürgersteig gerast ist. Und zwar nicht einmal quer drüber, sondern... Es war ein elektrischer Rollstuhl und es war ein Rentner aus dem Altersheim hier nebendran. Jetzt übertreibt nicht so schamlos. Ich war noch nicht ganz wach, okay. Hallo, ich bin der Luzi, ich habe bei Amazon ein Mieten. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin der Alex. Ich habe auch bei Amazon ein Meet & Greet gewonnen. Und ich freue mich natürlich auch total, hier zu sein. Die hauen das raus wie sonst was. Bianchi und er hatten ein Meet & Greet gewonnen, weshalb ich mitkommen durfte. Aber den beiden ist ja noch süß, aber warum sie diesen rothaarigen Punk da mitgenommen haben? Ja, das ist ja die Silber. Wir haben damit studiert Mathematik. Nein! Tatsächlich? Ja. Und es macht Spaß. Ja. Wusste ich's doch. Könntest du mir ein bisschen Nachhilfe geben? Addition. Grundrechenarten. Fangen wir mal damit ja, an. Ja, ich Mengen bin keine gute Lehrerin. Also das ist halt auch kein guter Schüler. Das ist nicht schlecht. Zum Löschen und zum Kühlen. Ich habe keine Ahnung, warum der Mann redet. Die Kühe sind ein Plastik, bitte. Das L hat gestern Abend in einem guten Club einen neuen Tanz entwickelt. Den seiner Aussage nach und El Silvadors Aussage nach. Weil der Lehrer hat die Erfahrung. Der Lehrer, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch gut... Also ein guter Lehrer motiviert dich auch oder bringt dir Sachen bei, die du umsetzen kannst. Ja. Du kannst, ich sage jetzt mal, auch auf einer kleinen Trommel irgendwie einen Song spielen, den du vielleicht gern magst. Und begleitet dich einfach auf dem Weg und schubst dich so ein bisschen immer in die richtige Richtung. Das ist doch voll ätzend, Alter! Moin! Es war ein großer Irrtum, weil eigentlich sollte er das Titelbild werden für die Zeit des Bypass. Apropos! Okay.
hat sie jetzt wieder gemacht. Nein. Nein.